Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Im letzten Part haben wir angefangen, hier diese Stadt zu erkunden und heute machen wir mal hier weiter. Wo sind wir eigentlich jetzt hier? Das hier ist quasi diese Galerie, okay. Hereinspaziert! Willkommen in der Accessoire-Lotterie. Ein Spiel voller Überraschungen. Ein Los macht 100. Pokédollar. Versuchst du mal dein Glück, ha? Ja. Na gut, dann mal los! Gewonnen, Mann! Gelbballon erhalten. Schau mal wieder vorbei und versuch dein Glück, ja? Ja, mir egal. Also solche Sachen mochte ich echt nie, deswegen hauen wir direkt mal wieder hier ab. Und hoch geht's, auf der anderen Seite. Wer bist du denn? Oh, ich habe unten in der Passage einen Pokémon-Kampf angezettelt, aber dabei ziemlich auf die Mütze gekriegt. Sei besser auf dem, auf der Hut. Ja, für uns lief's eigentlich ganz gut. Was haben wir hier? Ein Zelt. Wer bist du denn? Hallo, hallo. Ich bin der Namenbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nein. In Ordnung. Ich sehe schon, du möchtest beim alten Namen bleiben. Aber komm wieder, wenn du es dir anders überlegen solltest. Ja. Tschüss. Was mit dir? Der Mann in diesem Haus bewertet die Spitznamen deiner Pokémon. Du kannst ihnen dort auch bessere Namen geben lassen. Okay. Oh, hier haben wir eine Arena. Aber da können wir nicht rein, wie immer. Die Arenaleiterin hier heißt Bianca, aber sie ist vorhin plötzlich von hier weggegangen und meinte, sie wolle sich ein Radiomodul holen oder so. Interessant. Was haben wir hier? Blumenladen. Ein kleiner Laden für große Glück. Fürs große Glück, ich wollte gerade sagen, hä? Für große Glück? Naja. Hast du schon von diesem merkwürdigen Baum auf Route 36 gehört? Angeblich beginnt er zu tanzen, wenn man das Wasser über ihn schüttet. Oh nein, schlag dir das aus dem Kopf. Als Blumenverkäuferin habe ich zwar Gießkannen auf Lager, aber es wäre verantwortungslos, dir eine zu leihen. Es ist einfach so gefährlich. Aber sagen wir mal, du besiegst die Arenaleiterin von Dukatia City. Dann könnte ich meine Meinung ändern. Okay, wir kriegen eine Gießkanne, wenn wir die Arenaleiterin Bianca besiegen. Durchaus interessant. Was haben wir hier? Wer seid ihr denn, sag mal? Neulich sind meine Pokémon, die im Kampf die Kraft... Was ist denn los? Kann ich lesen. Die Angriffspunkte ausgegangen und es konnte eine bestimmte Attacke nicht mehr einsetzen. Ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Vielen Dank dafür. Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall solltest du es in einem Pokémon-Center oder mithilfe eines Items wieder heilen. Ja. Auch das wissen wir natürlich schon, deswegen... Können wir hier direkt mal weiter, ne? Hat sich dieser Mann in Schwarz etwa als Mitglied von Team Rocket verkleidet? Was ist das denn für ein Widerling? Okay, Team Rocket? Ich habe Ärger gekriegt, weil ich im Untergrund Lagerhaus Verstecken gespielt habe. Dieser hochmoderne Radiosender wurde aus einem alten, einsturzgefährdeten Turm gebaut, der hier einmal stand. Du bist der Team Rocket-Typ? Das ist also der Radioturm. Was willst du, Nervensäge, hä? Hau ab! Okay. Der Dukatia City Radioturm, das Informationsnetzwerk für alle möglichen Nachrichten aus Johto. Okay, wo kommen wir hier hin? Die Stadt ist aber auch echt groß, oder? Was ist das hier? Ah, das globale Terminal. Oder Terminal? Terminal? Wahrscheinlich Terminal, ne? Hier kann man, soweit ich weiß, online tauschen, oder? Ich meine schon. Ich meine, wir können ja mal reinschauen. Vielleicht gibt es da noch ein Item oder so. Mal schauen. Der globale Terminal verfügt über 3 Stockwerke. Teleporter transportieren dich in den gewünschten Stock. Ein blauer Teleporter bringt dich zur GTS im Erdgeschoss. Nimm den grünen Teleporter, um zu den Stationen für Boxdaten und Modelldaten im ersten Stock zu gelangen. Der pinkfarbene Teleporter versetzt dich in den zweiten Stock zur Station der Kampfvideos. Okay.
Hey, Tag auch. Du willst, dass die Welt über dich im Bilde ist? Dann sag's einfach mir. Nee. Hey, was soll das? Du hast nichts zu sagen? Also, wenn du mal was zu sagen hast, bin ich dein Mann, verstanden? Klar? Nee, lass mal gut sein. Ich will mit den Leuten reden. Diese Woche schaffe ich's. Ich werde einer der ersten vier in der Rangliste werden. Das bezweifle ich, aber du kannst es ja mal versuchen. Mit dieser Maschine ist es kinderleicht, Pokémon mit anderen Fans zu tauschen. Selbst wenn sie auf der anderen Seite der Welt wohnen. Ist das nicht super? Das stimmt, das ist tatsächlich ganz gut. Dank der Nintendo Wi-Fi Connection kann nun auch ich ganz leicht am Pokémon-Tausch teilnehmen. Ich habe nämlich keine Freunde, weißt du? Oh, ja. Mir geht's da ähnlich, weißt du? Dein liebstes Pokémon ist Hoothoot, habe ich recht? Nö. Was? Du meinst, Hoothoot ist dein Lieblings-Pokémon? Hä? Was? Was? Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht, aber okay. Das haben wir gerade schon gehört, genau. Das brauchen wir alles nicht. Deswegen reden wir nochmal mit den Leuten hier. Wenn man mit jemandem Kontakt aufgenommen hat, wird seine Heimatregion auf dem Globus eingezeichnet. Auf dem großen Globus kannst du eintragen, wo du lebst. Danach wird der Ort jedem angezeigt, der mit dir kommuniziert. Aber die NSA weiß es sowieso schon, deswegen ist es ja egal. Ach ja, die Welt ist klein. Was? Das ist nur eine Miniatur? Unser Planet ist in Wirklichkeit um ein Vielfaches größer, sagst du? Ha, Potzblitz! Dabei ist die Welt doch eh nur eine Scheibe. Hä, was? Alles, was ich tun muss, ist ein Pokémon hier zu lassen, das ich tauschen möchte. Wer weiß, vielleicht wird es ja schon heute gegen ein anderes Pokémon getauscht. Während ich im Bett liege und träume. Wer weiß. Gibt's auch hier noch irgendjemanden, sag mal, mit dem ich reden kann? Also, haben die hier irgendwas Wichtiges zu sagen oder kann ich das skippen? Wenn man sich ansieht, wie andere Leute ihre Pokémon mit Accessoires schmücken, kann man da immer nur Neues entdecken. Nee, ich glaube, die haben jetzt hier alle nichts, oder? Deswegen lassen wir diesen Ort mal hier in Ruhe und schauen uns die etwas wichtigeren Orte an. Denn Wi-Fi-Tausch ist ja schön und gut, aber brauchen wir jetzt nicht wirklich. Oh, was haben wir hier? Dukatia City, Bahnhof für die Magnetzugstrecke zwischen Johto und Kanto. Okay. Aber das können wir ja wohl noch nicht machen, ne? Sag mal, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Es fahren keine Züge mehr. Ich könnte alle Fahrgäste Huckepack nehmen und sie auf meinem Rücken. Ach, wenn ich so genau überlege, nein, besser doch nicht. Wäre zwar immer noch pünktlicher als die Deutsche Bahn, aber nee. Ja, das würde ich auch nicht machen wollen. Wir sollten mal hier in diesen Radioturm reingehen, um uns dieses Modul zu holen. Willkommen im Radioturm von Dukatia City. Willkommen bei der Pokémon-Lotterie. Ich bin Beate, die Lottofee. Ziehst du eine Nummer, die mit der ID eines deiner Pokémon übereinstimmt, bekommst du einen wunderbaren Preis. Möchtest du dir die heutige Glücksnummer ansehen? Ja, warum nicht? Zunächst sehen wir uns die heutige Glücksnummer der Pokémon-Lotterie an. Der heutige Lottoschein hat die Nummer 24721. Wollen wir doch mal sehen, ob sie mit der ID-Nummer eines deiner Pokémon übereinstimmt. Ach, tut mir leid, keine der Nummern stimmt überein. Pech gehabt. Oh, wen haben wir hier? Hallo, ich heiße Bianca. Hier läuft gerade ein Quiz, bei dem man ein Radiomodul abstauben kann. Ich selbst bin auch genau deswegen hier. Aber dieses Quiz ist echt unglaublich schwierig. Schwerer als Wer wird Millionär, weißt du? Und man hat nicht mal Joker und so. Okay, wenn du meinst, Bianca. Aber solltest du nicht in der Arena sein oder so? Naja. Ich stehe absolut auf Margit, die Co-Moderatorin beim Pokémon-Talk. Nun ja, zumindest glaube ich das. Bisher kenne ich ja bloß ihre erotische, geile Stimme. Okay. Ben ist der beste DJ von allen. Oh, diese sonore, sanfte Stimme. Er lässt mich förmlich dahinschmelzen. Was haben wir hier? Achso, hier haben wir nochmal Informationen zu der Pokémon-Lotterie. Haben wir ja gerade schon gehört. Okay, hier ist... Okay.
Bei mir sieht's irgendwie ähnlich aus, gerade auf dem Tisch. Mikrofon vor mir. Okay, das ist doch so ziemlich das Einzige, was da gemeinsam ist, aber okay. Ja. Pummel! Uff. Wenn man wilden Pokémon ein spezielles Schlaflied vorspielt, werden sie müde. Wenn man auf seinem Radio also laut Schlaflieder laufen lässt, trifft man selbst im hohen Gras kaum noch auf Pokémon. Probier's doch mal mit Despacito, das ist ganz langweilig, das Lied. Hä, was? Hä? Wenn du mit deiner blauen Karte Punkte sammelst, bekommst du dafür tolle Prämien. Mit deiner Payback-Karte, weißt du? Hallo, ich bin Buena. Hast du schon von meiner Radiosendung Passwort gehört? Wenn du mir das Passwort aus dem Programm nennen kannst, erhältst du dafür Punkte. Und für die wiederum erhältst du von der Dame dort drüben tolle Prämien. Völlig umsonst. Hier, das ist die Karte für deine Punkte. Die kannst du behalten. Eine blaue Karte. Okay. Dafür müssten wir uns quasi die Sendung anhören, aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich liebe mein Radio. Dieses Gerät gibt mir einfach alles. Von aufheiternder Musik über Hinweise zu meinem Pokémon und aufregenden Nachrichten bis hin zu mitreißenden Geschichten. Würde es jetzt noch Bilder zu all dem anzeigen, wäre ich vollends glücklich. Doch dann wäre es ja ein Fernseher. Ja. Der Zutritt zu den höheren Stockwerken ist nur befugtem Personal erlaubt. Aber das war nicht immer so. Irgendwas stimmt mit unserem Intendanten nicht. Okay, ist da etwas vorgefallen, oder was? Kann ich das jetzt mit dem Radio eigentlich machen? Ich habe das Radiomodul doch noch gar nicht, ne? Deswegen kann ich das doch so oder so nicht machen. Oder? Warte mal. Hier. Beutel. Gehen wir mal hier hin. Ich habe das noch nicht, ne? Ich kann das noch nicht machen. Wir haben zwar die Kampfkamera, aber die bringt uns nicht wirklich viel. Oder warte mal, nee, das wäre ja vielleicht dann eher bei dem Pokécom, oder? Ich meine, das da unten ist die Karte, ne? Ja, also das Radiomodul müssen wir tatsächlich noch freischalten, aber ich weiß gar nicht mehr so genau wie. Naja, vielleicht erschließt sich uns das dann innerhalb der nächsten paar Momente hier. Wenn wir dann uns etwas mehr umgeschaut haben. Ich würde auch mal ganz gerne hier in die Spielhalle gehen. Einfach mal hier ein bisschen Kohle ausgeben. Mein Name ist Herr von Zock. Juckt es dich nicht auch in den Fingern, wenn du jemandem beim Münzspiel zusiehst? Ich glaube, darin steckt der eigentliche Sinn des Lebens. Aber du scheinst einem Spielchen auch nicht abgeneigt zu sein, nicht wahr? Beim Münzspiel brauchst du nichts weiter tun, als Münzen zu sammeln, wofür du im Gegenzug wunderbare Preise erhältst. Möchtest du dich am Münzspiel versuchen? Ja. Prima, hier, nimm diesen Münzkorb von mir. Der Münzkorb. Dann zeig mir mal, was du so kannst. Erstmal mit den Leuten hier reden. Hier kannst du deine Münzen eintauschen. Abra, Sandern und Dratini. Dratini wäre schon ganz cool, oder? Abra wäre auch cool, aber ich könnte es halt nicht völlig entwickeln. Sandern könnte ich mir halt in Sandama holen. Was haben wir denn hier? Bei dem. Wahrscheinlich TMs, oder? Ja, oh, Schwertanz ist ganz gut. Ganz gute TMs hier. Nicht schlecht. Items zum Tragen. Okay, ja gut, versuchen wir es mal hier bei dem Spielchen. Hey du, schlag keine Wurzeln an der Tischkante, sondern setz dich mir gegenüber und lass uns anfangen zu spielen. Okay, wenn du meinst. Dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Ah, das genau, die Voltoball-Falle. Lesen wir uns erstmal die Spielregeln hier durch. Wie man spielt. Drehe die Tafeln in dieser Reihenfolge um und du erhältst plus 3 mal 1 mal 2 mal 1 mal 3 gleich 18 Münzen. Wenn du nun Ende wählst, verlässt du das Spiel mit 18 Münzen. Deckst du einen Voltoball auf, gehst du vollkommen leer aus.
Bei Voltoball, bei Voltofalle deckst du Tafeln auf, um den Zahlenwert auf ihn in Form von Münzen ausgezahlt zu bekommen. Unter jeder Tafel verbirgt sich entweder eine Ziffer zwischen 1 und 3 oder ein Voltoball. Die Zahl, die sich unter deiner ersten Tafel versteckt, wird zunächst einfach deinem Münzkonto hinzugezählt. Ab der zweiten Tafel wird der Wert der bis dahin von dir erbeuteten Münzen mit dem der aufgedeckten Zahl multipliziert. Findest du also eine 2, verdoppelt sich die Anzahl deiner Münzen, während er sich bei einer 3 verdreifacht. Deckst du dagegen ein Voltoball auf, ist das Spiel vorbei und du verlierst alle Münzen, die du in dieser Partie gesammelt hast. Über das Feldende kannst du jederzeit aus dem Spiel aussteigen, wenn es dir zu heiß wird. Sollte es dir gelingen, alle versteckten Zahlen aufzudecken, hast du gewonnen. Geht das Spiel zu deinen Gunsten aus, steigt dadurch außerdem auch der Schwierigkeitsgrad der nächsten Partie. Je höher der Schwierigkeitsgrad einer Partie ist, desto mehr Münzen kannst du erbeuten. Also leg dich ins Zeug. Ja gut, dann versuchen wir das einfach mal, oder? So, also. Soweit ich weiß, zeigen diese Voltoball hier an der Seite halt an, wie viele Voltoball in dieser Reihe sind. Also hier zum Beispiel in der Reihe sind 0. Das heißt, wir können alle diese Voltoball hier aufdecken. Und hier sind alle Karten aufdecken und da sind keine Voltoball. Dasselbe sehen wir auch hier, wo eine 0 steht. Das heißt, hier sind überall keine Voltoball. Und dasselbe gilt auch für hier. Nirgendwo ein Voltoball, aber es müsste ja ein plus 2 sein oder so, oder? Hä? 6 Punkte, 2. Achso, 4 Säcke, ja, passt doch, okay. Gut, jetzt kommt's zur Mathematik. In dieser Reihe hier ist ein Voltoball, ne? Und hier ist überall 2. Wie macht man das denn jetzt am besten strategisch? Ich meine, 1. Einfach Glück? Das steckt doch bestimmt mehr hinter als so Glück, oder? 1. Also ich sollte auf jeden Fall entweder einen dieser Reihe nehmen oder entweder einen dieser Reihe, ne? Und dort unten steht halt, wie viele Punkte man bekommen kann, theoretisch. Versuchen wir es mal. Plus 1, okay. Das heißt quasi, dass wir hier jetzt 50-50 haben. Entweder hier ist ein Voltoball oder hier. Deswegen versuchen wir auch mal hier unser Glück. Okay, sehr gut. Das heißt, auch hier haben wir 50-50. Richtig? Ich meine ja. Dann versuchen wir es mal hier. Aber hier sind 2 Voltoballs, ne? Also am wahrscheinlichsten ist, dass hier keiner ist, ne? Moment. 2 sind in der Reihe. Und 2 sind... Hier ist keiner, ne? Was? Okay. Einmal noch. Normal. Ich bin nicht süchtig oder so. Nein, ich doch nicht. So, wir können hier schon mal alle aufdecken, weil hier überall nur eine Münze sind. Ich meine, weil hier überall kein Voltoball ist. Man muss das doch irgendwie strategisch machen können, oder? Ich meine, die Reihe hier vermeiden wir jetzt erstmal. Ist ja klar, weil hier in der Reihe 3 sind und hier in der Reihe 2. Das heißt, rein statistisch gesehen sind die anderen... Weil ist es bei den anderen eher unwahrscheinlich, dass da was ist, ne? Genau. Hier zum Beispiel und hier. So, genau. Auch hier ist wahrscheinlich... Okay, ich würde sagen, wir verlassen diesen Ort mal wieder. Man kann das bestimmt mathematisch deutlich besser machen, als ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich bin in solchen Dingen wohl nicht so gut, wie ich dachte. Naja. Ich will es aber auch echt nicht den ganzen Part mit diesem einen Spielchen verbringen. Deswegen, ja, hier war der Radioturm. Was müssen wir uns dann überhaupt noch anschauen? Habe ich mit dir schon geredet? Hier soll es irgendwo einen neuen Fahrradladen geben, aber wo bloß? Ich finde ihn einfach nicht. Ein Fahrradladen. Hier waren wir schon überall. Auch hier links waren wir schon überall, ne? Habe ich da nicht alles schon gesehen? Geht's hier oben noch weiter? Ne, hier geht's wieder raus. Also, um ehrlich zu sein, ich habe auch keinen Fahrradladen gesehen. Ich meine, hier geht's zu diesem GTS-Zeug. Hier ist die Spielhalle. War hier sonst noch irgendwas? Hier war ich schon drin, ne?
Genau, das waren die zwei, die mir von Bill erzählt haben. Hier waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Behandelst du deine Pokémon gut, werden sie dich regelrecht lieben. Huch, lass mich mal einen Blick auf dieses Pokémon werfen. Es hat dich wirklich sehr gern. Es wirkt auf jeden Fall sehr glücklich. Ja, mal schauen, stimmt das? Ja. Es ist noch immer äußerst energiegeladen. Okay. Ständig werden meine Pokémon bei Kämpfen besiegt und bewusstlos. Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb sie mich nicht ausstehen können. Ja, das kann gut sein. Wenn ich Items auf meine Pokémon anwende, freuen sie sich immer sehr. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, haben wir jetzt nicht hier so langsam alles? Ach, hier ist der Fahrradladen, okay. Wir haben hier eine neue Zweigstelle des Fahrradladens eröffnet, aber es kommen einfach keine Kunden. Was sagst du, würdest du dich für mich auf den Drahtesel schwingen und Werbung für uns machen? Klar. Wirklich? Ganz im Ernst? Dann verrate mir doch bitte deinen Namen und deine Telefonnummer. Nein! Ich leihe dir auch ein Fahrrad. Ja, ja, ist ja gut. Okay, damit hätten wir jetzt das Fahrrad. Das werde ich auch direkt mal hier auf registrieren packen. Genau. Und ja. Ich würde sagen, das reicht dann auch schon für den heutigen Part von Pokémon Soul Silver. Im nächsten Part werden wir dann wohl mal hier Richtung Norden gehen, weil um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier sonst noch machen sollen. Deswegen, wie gesagt, gehen wir mal dort Richtung Norden. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch wäre wie immer sehr nett und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Soul Silver.